wird mal wieder Zeit, euch was zu zeigen hier im Gym. Ich fange gerade wieder an zu trainieren, habe das erste Video auch schon abgedreht, wo ich das erkläre. Aber die Daten verloren. Naja, das ist ein anderes Thema. Heute geht es um eine ganz konkrete Übungsausführung. Man mag es ja kaum glauben, aber es gibt sogar Spezies da draußen, die es schaffen, an Maschinen falsch zu trainieren. Und das auf die fantasievollste Weise. Gut, manchmal gibt es einen gewissen Spielraum, aber nicht immer. Manche sind es wirklich so kreativ. Wurst, wir kümmern uns jetzt um diese Maschine. Also, die Maschine kennt so ziemlich jeder. Seitheben. Und schultern will so ziemlich jeder. Jetzt zeige ich euch mal, wie man sie richtig macht. Zunächst einmal die Einstellungen. Das Polster, egal wie groß ihr seid, ist eigentlich Wurst. Egal, was ihr für eine Brustkorbtiefe habt. Ganz. So, das kommt ganz nah ran. Die Rollen könnt ihr so breit einstellen, dass sie ein wenig angehoben werden, sobald ihr drin seid. Für Leute, die so richtig breit sind, klar, da kann man sie ein bisschen breiter machen, aber ihr solltet hier keinen Spielraum dazwischen haben. Sprich, so nicht, da habt ihr zu viel Spielraum. Die müssen schon hier anliegen und wenn ihr die Ellbogen ganz am Körper habt, sollten die bereits schon ein wenig Druck ausüben und Spannung und die zusammenhalten. Das heißt, wenn ihr nur einen Zentimeter davon weggeht, muss bereits die Delta-Aktivierung losgehen. Und, ganz wichtig, man kann sich ja in der Höhe verstellen, hier an dem Sitz quasi. Und den solltet ihr so hoch einstellen, dass eure Oberarme von Gelenk, hier diesem Drehgelenk, bis zu diesem Gelenk, wo die Stange dann nach vorne kommt, genau euren Oberarm umfängt. Natürlich ist das etwas schwieriger. Wichtig ist, dass hier euer Schultergelenk ist. Das bedeutet, ich hätte hier ungefähr die richtige. Wäre ich aber jetzt zu tief, wäre meine Schulter unter diesem Gelenk oder drüber. Das wollen wir nicht. Und dann geht es auch schon los. Und jetzt ist einiges bei der Position zu beachten. Wir setzen uns jetzt also rein. Und was wir jetzt machen ist, wir lehnen uns nicht nach hinten, sondern den Arsch ein bisschen nach hinten und wir lehnen uns nach vorne. Damit wir dieses Polster auch wirklich immer mit der Brust berühren und hier nicht rauskommen. Arsch nach hinten und nach vorne lehnen. Ruhig einen leicht negativen Winkel quasi mit dem Oberkörper haben zum Boden. Nicht ganz 90 Grad. Damit wollen wir nämlich genau den mittleren Höhen und hinteren Delta berühren. Aber vor allem den mittleren. Und dann heben wir hier mit den Ellbogen voran. Ihr erinnert euch, ich habe so viele Seitheben-Videos gemacht. Beim Seitheben achtet man darauf, dass die Ellbogen die Bewegung anführen. Der kleine Finger führt quasi die Hand an, aber der Unterarm ist immer unter den Ellbogen gelegt. Als würde man eine Marionette hier ranziehen. Hier hoch. Es geht eigentlich nur hier raus. Der Rest ist locker, entspannt und ist eigentlich nur zum Greifen. Aber das hier ist die Delta-Bewegung. Dann landen wir genau auf dem mittleren Streifen. Das gleiche machen wir hier. Wir gehen hier rein, beugen uns etwas nach vorne, Ellbogen nach hinten. Auch die jetzt nicht wieder nach vorne. Dann haben wir den gleichen Effekt. Nach hinten. Das ist immer noch Seitheben, das heißt, unsere Ellbogen sind an unserer Seite, nicht vor dem Körper. Und dann gehen wir mit den Ellbogen voran. Das heißt, die Arme gehen hier nicht nach außen, sondern hier hoch. Also, wenn ich mich einstellen, ich habe doch eine Schulter vor. So, hier wird die Bewegung angeführt. Und ihr seht, meine Unterarme und Hände sind unten. Und diese Dinger hier sind tabu. Benutzt die nicht. Dann sind unsere Hände nämlich wieder vorne und ihr seht, jetzt ist automatisch die Hand ein wenig höher und es wird auch direkt viel leichter. Außerdem kann man den Fehler machen und von unten mitpushen das Ganze hoch. Ihr seht, jetzt muss ich sogar nicht mal mehr meine Schultern berühren. Wollen wir alles gar nicht. Ellbogen nach hinten, Sitzposition so, dass ihr mit der Brust berührt, Arsch raus und dann mit den Ellbogen voran hochheben. Leicht halten, langsam runter. Hoch, leicht halten, langsam runter. Und das meiste holt ihr aus dieser Übung raus, indem ihr immer weitermacht. Hier geht es nicht um das akkurate Abzählen von Wiederholungen. Hier geht es darum, dass ihr immer weitermacht. Und wenn es auch nur noch Teilwiederholungen sind. Ihr habt ein Gewicht so eingestellt, dass ihr 8 bis 10 sauber vielleicht schafft, vielleicht auch 12. Und wenn ihr nicht mehr ganz hoch schafft, trotzdem noch hier bleiben. Und nicht ganz schnell wieder runter. Hier bleiben, langsam gegen ankämpfen. Hier bleiben, langsam gegen ankämpfen. Wenn ihr nur noch winnt. Wenn ihr dann aufsteht, werdet ihr es in der Schulter fühlen. Und so benutzt man die Maschine richtig. So, das war's auch schon. Kurzer Tipp nur. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr solcher kleinen Tipps haben wollt, dann lasst es mich wissen. Da gibt es noch eine ganze Menge Tipps, die man geben kann. Ihr wisst ja, Daumen hoch, abonnieren,
Amen. Tieren, Glocke und all sowas. Ich verabschiede mich mal.